herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich habe heute für euch wieder eine schöne 3D-Karte mit einem ganz tollen Stempelset. Ich habe euch schon mal eine 3D-Karte gezeigt, die zeige ich euch jetzt ganz kurz am Anfang. Das war diese hier, wo diese Herzen im Hintergrund sind. Ich kann euch das Video hier oben rechts unter dem i verlinken. Da haben wir auch den Rahmen 3D gemacht und eben ganz unten diese Herzen in den Hintergrund. Heute machen wir eine Karte, ich wollte euch die mal zeigen. Also mich hat das Stempelset sehr inspiriert. Ich finde einfach Pusteblumen total schön und habe mir gedacht, ich möchte gerne, dass diese Pusteblumen so ein bisschen über den Rand fliegen. Das ist mir bei dieser hier ein bisschen besser gelungen. Ich habe jetzt hier zwei verschiedene 3D-Optiken ausprobiert sozusagen. Also hier habe ich so gemacht, also ich hoffe, dass man das in der Kamera sieht, dass dieser Innenteil flach ist, der äußere Teil ist erhaben, dieser Teil, und dieser Teil ist auch erhaben und zwar doppelt so hoch. So hat man eine schöne 3D-Art. Und die zweite Art ist diese hier. Da ist jetzt das äußere Teil flach, dann dieses innere Teil höher und dieses kleine Element nochmal erhaben. Ich finde beide schön. Ich glaube, dass die noch ein bisschen, wenn man sie vor sich hat, die wirkt noch ein bisschen intensiver, weil das eben innen tiefer ist als außen. Und die sticht auch hervor. Man hat es schon auch in 3D-Optik. Das sieht man jetzt in der Kamera, finde ich, sogar ein bisschen besser. Aber ich glaube, wir machen heute nochmal die. Aber ich finde beide schön. Also ich wollte euch das unbedingt zeigen, dass man das eben in beiden Varianten machen kann. Und wir legen jetzt los. Als erstes zeige ich euch nochmal kurz das Stempelset. Ich mache es ja jetzt immer so in meinen Videos, dass ich euch die Bestellnummern einfach so reinhalte. Wenn ihr die braucht, dann schreibt euch die einfach ab. Ansonsten ignoriert es einfach. Ich habe das früher immer eingeblendet in den Videos und das ist vom Bearbeitungsaufwand zu groß, dass ich das jetzt ein bisschen geändert habe. Dieses Stempelset, wie auch immer man das ausspricht, hat es mir echt angetan. Und leider sind die Sprüche in Englisch, aber ich finde sie wunderschön geschrieben. Und deswegen, die versteht man auch. Und deswegen finde ich, die können wir... Das kann man auch mal in Englisch machen, oder? Also ich finde das schön. Und jetzt zeige ich euch noch, was wir an Papier brauchen. Ganz kurz natürlich wieder die Bestellnummern vom Papier. Die halte ich euch mal nur hier eben ganz kurz hier rein. Wer es braucht, kann ein Pausebild machen, kann sich das dann abschreiben. Ich hoffe, man kann es lesen. Ansonsten habt ihr hier die Maße. Ich habe eine Grundkarte in Savanne mit dem Maß 21 x 14 cm. Ich habe mir das in der Mitte schon gefalzt, bei 10,5 cm hinten ist mein Servus auch schon drauf, gell? Genau, dann habe ich ein Stück Wildleder in dem Maß 13 cm mal 9,5 cm und zwei Stück Vanille pur in dem Maß 13,5 mal 10 cm. Zweimal, einmal für innen, einmal für außen. Und das war's. Mehr braucht man nicht. Das Einzige, was ich noch benutze, ist ein Leinfaden für die Schleife. Den habe ich mir jetzt schon mal... Ich habe mir schon mal eine Schleife gemacht, dass das jetzt im Video schneller geht, aber das wisst ihr, wie das geht. Und die Embossing-Sachen, die... Wo ist meine Schleife jetzt hingeflogen? Ach hier. Die Embossing-Sachen, die zeige ich euch auch gleich. Beim Embossen benutze ich immer den Embossing-Buddy, weil ich dann keine Fingerabdrücke mehr auf dem Papier habe und fahre mir einmal über die Stellen, an die ich jetzt dann das stempeln werde. Dann nehme ich meine beiden Stempelmotive schon mal raus und positioniere mir das auf meinem Papier. Ich möchte nachher hier so diese bestickte Form ausstanzen und ich möchte eigentlich, dass diese Pusteblumen, Fallschirme, dass die da ein bisschen so rausfliegen. Deswegen positioniere ich mir das jetzt ein bisschen an den Rand hin und das da so oben drüber. Also ich gehe eher ein bisschen an den Rand hin mit meinen Stempeln. Und dann nehme ich mir einen großen Stempelblock und ziehe mir das einmal so auf den auf. Dann habe ich ungefähr die Position, wo ich haben will. Dann benutze ich das Versamark. Das ist diese Tinte, die durchsichtig ist und ein bisschen feuchter ist als die normale Tinte, dass man das dann schön embossen kann. Und stempel mir das jetzt einmal auf mein Papier ab. Und dann nehme ich das Embossingpulver in Weiß. Hier ist die Nummer, falls ihr es braucht. Und löffel mir das jetzt mal hier drüber. So
Und wenn ihr noch irgendwo Rückstände haben solltet, ich habe jetzt hier zwischendrin noch einen, das könnt ihr euch einfach mit dem Pinsel ganz gut wegmachen. Ups. Vielleicht nicht die ganze Blüte wegmachen, so wie ich jetzt gerade. Ich muss sagen, es ist schon sehr spät, wenn ich das Video aufnehme. Ich habe mich jetzt entschlossen, dass ich doch noch aufnehme. Heute. Also es kann schon sein, dass ich ein bisschen weniger quatsche oder ich weiß nicht. Mal gucken. Okay, und jetzt nehme ich mir noch mein Erhitzungsgerät und erhitze mir das Ganze. Und da lasse ich euch Musik laufen, weil das ist ein bisschen laut. Wer jetzt zum Beispiel keine Embossing-Ausrüstung hat, der kann ja zum Beispiel auch dieses Papier in Weiß nehmen und die Blüten dann in Schwarz zum Beispiel aufstempeln, dass man dann wie so einen Effekt hat, wenn es schon dunkel wird oder so, dass man das dann quasi genau andersrum macht. Das wäre bestimmt auch eine schöne Idee, das sieht bestimmt auch ganz gut ausschauen. Okay, jetzt stempeln wir noch ein bisschen, bevor wir stanzen. Und zwar nehme ich mir jetzt einmal Wildleder und stempel mir den Spruch »Sending well wishes your way«. Und diese kleinen Blüten hier, die ziehe ich mir mal schnell auf einen kleinen Stempelblock auf. Also Blüten habe ich schon gesagt, ich meine natürlich die kleinen Fallschirme. Die kommen innen rein. Stempel ich mir kurz ab, mit denen schnell sauber. Und die Fallschirme, die stempel ich mir einmal auf dem Schmierpapier ab. Schön, oder? Ich finde die einfach so schön. Und dann mein Spruch, da habe ich es bei diesen beiden so gemacht. Ich habe es hier einmal nicht abgestempelt und hier habe ich es vorher einmal abgestempelt. Das sieht man, hat man zwei verschiedene Farbnuancen. Das schaut schon ganz cool aus. Also man kann auch mit der Farbe ganz gut spielen. Ich mache es jetzt so, dass ich es mir nicht abstempel und ich stempel mir das ziemlich in die Mitte. Aber wie gesagt, ihr könnt euch das auch einmal abstempeln, vorher auf einem Schmierpapier und dann drauf machen. Dann habt ihr gleich eine andere Farbnuance. So. Und jetzt wird gestanzt. So, und zum Stanzen nehme ich jetzt diese wunderschönen, raffiniert bestickten Rahmen. Die finde ich so schön. Die passen auch perfekt für so 3D-Karten, weil die einfach außen und innen den Rahmen machen. Seht ihr gleich, wenn wir ausstanzen. Und von der Größe nehme ich mir das zweitgrößte und das, würde ich sagen, fünftgrößte müsste es sein. Aber das könnt ihr messen, wenn ihr das gleiche Stempelset verwendet. Dieser kleine Rahmen, der passt wirklich genau um diese Wünsche. Und das habe ich mir so positioniert, dass ich das vorne noch ein bisschen mehr Platz lasse. Aber dass man das S auch noch schön sehen soll. Das ist wirklich eine wunderschöne Schrift. Einmal durchkurbeln. Und dann machen wir das Effektpapier, den Hauptdarsteller sozusagen. Und der wird auch einmal ausgekurbelt. Und da seht ihr es jetzt. Ihr habt jetzt den Rahmen einmal innen drinnen und einmal außen dran. Und das ist eben das Tolle. Damit kann man wunderschön mit 3D-Karten spielen, weil man hat da nochmal einen extra Hingucker. Und echt toll. Falls ihr das nicht habt oder überhaupt keine Stanzmaschine habt, dann könnt ihr es natürlich auch einfach mit einem Skalpell ausschneiden. Also könnt ihr euch hinlegen und dann ausschneiden. Dann hat man zwar keine bestickten Rahmen außenrum, aber man kann das auch mit einer einfachen Ausrüstung nachbasteln, die Karte. Okay, und jetzt machen wir es so, dass ich wieder mein Innenteil flach aufklebe. Übrigens, das hier ist meine Mattung quasi. Das, was hier im Hintergrund ist, das sieht man ja nachher nicht mehr, dass ich da was rausgestanzt habe. Also egal, wie ihr das aufklebt, werdet ihr das nachher nicht mehr sehen und dann habt ihr ein bisschen Papier gespart. Da kommt wieder der Schwabe durch bei mir, gell? Okay, ich nehme jetzt mal den Flüssigkleber und klebe mir jetzt das Innenteil ganz flach hier drauf. Dazu, wie mache ich es denn? Ich fange eigentlich mit dem äußeren Rahmen immer an. Egal wie rum ich das aufklebe, ob ich das jetzt flach aufklebe oder das andere. Mein äußerer Rahmen wird zuerst aufgeklebt. Und das mache ich jetzt mit Dimensionals, weil ich den ja jetzt hoch haben will. Und was ich euch hier empfehlen kann, nutzt ruhig die Randstücke, wenn sie euch nicht weghüpfen, weil sie nicht wollen.
Und klebt euch die auf jeden Fall auch zum Beispiel unten drauf und auch hier am Rand, weil das soll dann schon überall schön nach oben gehen. Also nicht nur an einer Stelle schön erhaben sein, sondern das soll schon, ja, einfach gleichmäßig, ich zeige euch das gleich, gleichmäßig nach oben gehen. Weil der Effekt von dem 3D, das ist ja das, was wir mit der Karte erzeugen wollen. Und wenn ich jetzt nur hier und hier und hier und hier dimensional hinklebe, dann, ja, dann sinkt es halt ein bisschen ab an der Stelle, wo keins ist. Und deswegen bin ich hier jetzt nicht sehr sparsam. So. Okay, das klebe ich mir jetzt hier, versuche ich schön mit einem schönen Rahmen aufzukleben. Und jetzt mache ich so, dass ich mir auf meine Innenseite schon mal den Kleber mache. Und dann meine innere Stanzung da versenke. Und auf meinen Sending Well Wishes mache ich auch Dimensionals hinten drauf. Und da mache ich es jetzt so, da ziehe ich mir jetzt einmal die Klebefolie schon mal ab und mache mir noch eine zweite Lage drüber. Dann ist es noch mehr hoch, noch mehr erhaben wie vorher. Und finde ich, sieht nochmal ganz süß aus. So, Spruch drauf. Nehme ich mir noch schnell den Mini-Klebepunkt und mein Schleifchen. Den knulle ich mir ziemlich klein zusammen. Also das ist wirklich so ein Punkt. Mache mir den hinten auf meinen Knoten von der Schleife und setze mir das noch hier oben drüber. Und dann sind wir schon fast fertig. Jetzt wird das Ganze noch aufgeklebt auf unsere Grundkarte. Und dann habt ihr eine einfache, schnelle, schöne und besondere Karte. Einfach elegant sozusagen. Würde sich also super für meine einfach elegant Reihe eignen. Vielleicht mache ich das auch. Mal gucken, in welches Video ich das hochlade. Und innen rein kommt noch mein Fallschirmblättchen sozusagen. Und ja, sieht das schön aus, oder? Ich finde die Karte toll. Ich mag unglaublich gerne Pusteblumen. Diese Fallschirme, die finde ich so schön. Und das Stempelset habe ich jetzt so lange, habe ich mir überlegt, soll ich es mir überhaupt bestellen oder nicht? Und ich habe es jetzt bestellt und ich freue mich jetzt richtig darüber. Also das war jetzt schon richtig gut. Und dann nehme ich mir noch Glitzersteinchen, Perlen. Was sind sie denn? Meine Reste, wo sind die denn alle? Und die klebe ich mir jetzt hier noch ein bisschen so außenrum. Ich fand diese Dreier-Kombi eigentlich ganz schön. Ja, und ein großes und ein kleines, das Mei, das kennt er ja auch schon von mir. Das finde ich einfach auch immer schön. So. Fertig. Und? Also das sind die beiden gleichen. Und das ist noch die andere Variante. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera so schön sieht, aber ich mache euch auf jeden Fall Fotos und ich hoffe, da kommt es noch ein bisschen besser raus. Also ich finde, das ist eine ganz tolle Karte. Ich hoffe, die Empfängerinnen freuen sich darüber. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Und wenn es euch richtig gut gefällt, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren und werdet immer kostenlos informiert, wenn ihr diese Glocke anklickt, wenn ich ein neues Video hochlade. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.